Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poraska Digilog. Heute gibt es eine 10. Folge Spezial und zwar machen wir heute zusammen einen Ausflug ins Berzaskertal. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin der Serge. Also, ich möchte heute ins Berzaskertal gehen. Und warum? Naja, es geht mal wieder um die berühmte Brücke. Die muss ja irgendwie eine Daseinsberechtigung haben. Und ich habe gedacht, ein Fluss wäre ganz toll. Ich habe mir dann nach den Feiertagen viele tolle Videos angeschaut. Sagenhaft, was so gewisse Leute alles können. Aber die haben natürlich auch einen ganz großen Vorteil. Die haben nämlich viele Lieferanten, die ihnen die Dinge gratis zur Verfügung stellen. Das geht einem kleinen Habenichts wie mir natürlich nicht so. Also habe ich mich für andere Varianten entschieden. Und naja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich diesen Fluss gebaut habe und wie weit ich jetzt gekommen bin. Also zuerst musste ich mal ein anderes Problem lösen, nämlich ich war etwas voreilig mit dem Ausschneiden der Grundplatte und ich hatte plötzlich keinen Untergrund mehr. Glücklicherweise habe ich das Teil noch nicht zu einer Stütze oder ähnlichem verarbeitet und kann es jetzt also wieder einsetzen. Der Grund, weshalb ich die Brücke bzw. den Fluss jetzt bauen muss, ist natürlich der, dass wenn die Gleise mal drin sind, dann kann ich die Brücke nicht mehr wegnehmen. Also ich kann unter der Brücke dann nicht mehr richtig arbeiten. Und nachdem ich das Teil eingesetzt habe, muss ich natürlich noch etwas versiegeln, damit, falls irgendetwas runtertropft, dass es dann nicht runter auf den schönen Teppich geht. Dann möchte ich betonen, wie wichtig es ist, dass wir neue Fernseher, neue Kühlschränke und so weiter kaufen. Erstens hält das die Wirtschaft im Gang und zweitens bekommen wir so immer wieder neues Material für den Modellbau. Übrigens kann ich bestätigen, dass auch nach dieser Arbeit alle meine Finger noch dran sind. Ja, und ich lüge nicht, ich habe wirklich Leute gesehen und habe das jetzt nachgebaut. Diese Leute, die benutzen was? Klopapier und Weißleim. Funktioniert. Schaut selbst. Der Weißleim wird mit Wasser verdünnt, dann wird das Toilettenpapier grob hingelegt und dann mit dem Pinsel etwas zurechtgerückt, was dann auch den Welleneffekt im Wasser ergeben wird. Insgesamt habe ich 3 Lagen von diesem Toilettenpapier so verarbeitet und nach der Trocknung habe ich dann mit Gips das Styropor verkleidet. Und jetzt kann es losgehen mit der Bemalung. Thank you.
Der zweite, etwas hellere graue Anstrich gibt den Felsen jetzt schon etwas mehr Kontur. Jetzt kommt der schwierigere Teil. Jetzt versuche ich den Felsen diese Farbtupfer zu verleihen, wie ich sie auf den Bildern aus dem Vetsaskatal gesehen habe. So, dann lasse ich die Felsen fürs erste Mal ruhen und wende mich dem Wasser zu. Ich versuche das glasklare Wasser der Vetsaska mit Grüntönen, Grün- und Blautönen darzustellen. Je heller der Ton, desto seichter die Stelle. Das heißt, je tiefer man geht, natürlich wird es umso dunkler. Und das versuche ich hier mit den Farben etwas herauszustreichen. So, mittlerweile sind meine Felsen abgetrocknet und jetzt gehe ich mit einem Black Wash über das Ganze drüber. Mit dem Black Wash und den Pinselstrichen versuche ich auch die Struktur der Felsen herauszustreichen, die der Fluss über Jahrhunderte modelliert hat. Und so hat sich mein Verpackungsmaterial in Felsen verwandelt. Im Zeitalter von Recycling werden sogar Gipsresten aufbewahrt, weil sie irgendwann mal Steine in einem Flussbett werden können. Nachdem alle Steine gesetzt sind und die Farbe getrocknet ist, kann ich jetzt mit klarem Hochglanzlack mein Wasser modellieren. 3 Schichten insgesamt hat es davon gegeben. Für die kleinen Wasserfälle habe ich mich eines alten, ausrangierten Stofftierchens bedient, habe das dann fachgerecht entbeint. Den Inhalt habe ich dann mit Weißlein bestrichen, geformt und eingepasst.
Dann kommen wieder Farbe und Pinsel zum Einsatz, um dem Wasser mehr Leben und Bewegung zu geben. Und wer es gerne schaumig mag, der kann sich ja des Adventskranzes oder des Weihnachtsbaums bedienen, den Kunstschnee abkratzen, das Ganze auseinanderfriemeln und dann schön einsetzen. Und so hat meine Brücke jetzt ihre Daseinsberechtigung erhalten. So, das war's dann für heute. Das war jetzt Teil 1 des Wasserspezials. Teil 2, der folgt irgendwann mal noch in diesem Jahr, das verspreche ich. Aber zunächst einmal muss ich jetzt die Gleise verlegen und dann muss der Bahnhof her, dann muss ein Dorf her und erst dann kann auch der Wasserfall gebaut werden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt. Und für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Und jedenfalls bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.